Hallöchen Leute, und das sind wir wieder bei die Sims 4. Ja, ich bin schon hier ein bisschen am Vorspulen, denn unser lieber Sim ist noch am Arbeiten und da können wir in der Zwischenzeit rück vorspulen. Ich glaube, um 15 Uhr kommt sie oder erst um 17 Uhr? Weiß ich gerade gar nicht. Wir kriegen wieder täglich dreimal Grüß das Murmeltier. Ja, wenn keiner zu Hause ist, können wir ihn auch nicht aufmachen. Der ist leicht lästig, wir haben ihn sogar beleidigt, aber anscheinend interessiert ihn das. Haben wir ja letzte Folge, oder? Oder beim Geburtstag. Ich glaube, wir haben ihn da angebrüllt oder so. Irgendwas haben wir da gemacht. Na, jedenfalls ist ihm das, glaube ich, etwas egal. Wieso haben wir eigentlich keine Musik? Naja, wir könnten hier aber einschalten. Einschalten. Bob. Lautstärke niedrig. So, was für ein Arbeitstag. Alina ist wieder zu Hause und hat 584 Simoleons verdient. Ja, Alltagskleidung umziehen. Sofort. So. Schon mal viel, viel, viel besser. Und sie möchte gerne duschen. Dann erfüllen wir ihr den Wunsch und sie soll duschen gehen. Wenn sie das denn gerne möchte, dann soll sie das machen. 100 Simoleons bei Spielturnier verdienen und das andere ist immer das gleiche und jetzt möchte sie baden. Aha. Ja, nee, ist klar. Können Stopp machen. So ist jetzt umentschieden. Sie möchte lieber doch baden gehen. Und dann geht sie jetzt baden. Hat aber nur 10 Simoleons gebracht. Lautstärke? Mittel. Wieso ist das auf einmal so leise? Boah, der Wanne sieht aber klein aus. Ich habe das Klo schon größer. Ah ja. Mehr konnten wir uns halt leider nicht leisten. Jetzt ist sie noch immer angespannt, obwohl sie geduscht hat und jetzt noch badet. Mann, 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 Mann. Was möchte sie denn noch? Sich selbst vor dem Spiegel beruhigen. Okay. Sie hat Hunger. Öffnen. Und zwar Spaghetti. Und danach reparieren. Hoffentlich macht das nichts, aber bei Sims sterben wir jetzt an, oder ist es nicht mehr so leicht, die Sims umzubringen, dass man sie irgendwo einsperrt oder so, weil es gibt ja auch keinen Swimmingpool mehr oder so. Und die Top-Dings an Sterbens-Dings ist halt Feuer. Weil Sims kann ja brennen. Und wenn er kein anderer ist, der ihn löscht, dann. Ja. Oder eben an Elektrizität. Wie gesagt, man kann ihn, ich glaube, 24 Stunden nichts zu essen. Dann stirbt er. Dann, wenn er keinen Spaß oder so oder sozial einige Zeit nicht mehr hat. Dann kann das auch sein. Dann eben halt ein Alter. Und noch irgendwelche Sachen waren. So, sie möchte bei jemandem Luft machen. Ja, vielleicht kommt der eine nochmal vorbei. Dann können wir das ja machen. Gut, wir haben übrigens 1300. Können wir uns damit irgendwie was Besseres leisten? Ich habe eher so einen Fernseher oder irgendwie so gedacht. Weil das sieht doch ziemlich schrecklich aus. Oh nee. Wegsehen, ja. Bei dem will man wirklich wegsehen. Wir können hier mal bei Computer schauen. Nee.
Leider auch nicht viel besser. Aber wir könnten. Jetzt haben wir die letzten Folgen eh so fleißig gespielt. Hallo? So. Können wir die Folge mal hier heraus und uns ein bisschen kümmern? Und zwar. Hallo? Machen wir das erstmal hier hin. Pflanzen wir mal erstmal da auf die Seite hin. So. Dann möchte ich hier eben so einen Bereich machen, wo man eventuell sitzen kann und dann auch grillen kann und solche Sachen. Aber dafür die Mülltonne machen wir hier hin. Brauchen wir halt ein bisschen Platz. So, das machen wir erstmal hier hin. Dann brauchen wir, glaube ich, den Modus hier, ja. Dann eckig und ich hätte gerne. Nee. Wir testen einfach mal aus, was schön ist. Ja, das. Das wäre das hier, okay. Aha. Wo ich sagen muss, das Grobe hier, das gefällt mir gar nicht mal so. Eventuell das hier. Aha, okay. Nee. Nein. Nee, ist auch nicht so. Ich wäre dafür fast. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. So, dann machen wir mal ein bisschen was Schönes hier. Natürlich müssen wir dann hier ein bisschen umstellen, noch umbauen. Hier so das Dings hier nehmen und dann machen wir die Laterne hier hin. Die machen wir auch hier hin. Dann können wir hier Pflanzen herstellen. Ich weiß gar nicht, machen wir das hier noch ein bisschen weiter nach vorne? Vielleicht. Ach nee. Das war's ja. So. Dann haben wir einmal das hier. Vielleicht können wir das irgendwie. So hinstellen, ja. Dann gucken wir mal, was wir so für Accessoires für draußen haben. Ich hätte gern so eine Bank. Ah, egal, da sieht man das halt nicht. Ist ja wurscht. Grüne Mülltonne haben wir eh so draußen. 650, das ist noch ein bisschen teuer. Aha, da haben wir Gartenzwerge. Hennen. Außenschild. Was? Statuette? Oh Gott. Oh Gott. Nee, nee. Nee, was ist denn das überhaupt für ein Mist hier? Da, super, kein Problem. So ein Schweinchen. Computer Festplatte. Aha, ja, okay. Hochzeitsbogen, Garten. Gartenpflanzkübel. Da können wir einen herstellen. Was haben wir denn hier noch Schönes? Aha. Ein Kleiderhaken. Garderobe mit Regal an der Wand.
Aha. Ja, da findet man ja Sachen. Können wir da im Schlafzimmer irgendwie gebrauchen vielleicht? Ja, da geht auch mit einer Wand. So, das mit den Kleidern, das passt ein bisschen besser. Runder Sticky-Neon-Schild. Oh mein Gott. Aber hier, eine Wandkunst-Strahlenwerfer. Wanddekoration, sonnige Tage. Wir haben Kochgeschirr, wow. Augapfel, was haben wir da? Speisetafel. Na, das brauchen wir ja ganz bestimmt nicht. Das haben wir. Das sieht jetzt aber hier trotzdem ein bisschen. Nee, damit möchte ich noch ein bisschen warten. Aber. So, eventuell eine kleine Springbrunne. Wenn wir schon. Aha. Ich teste mal. Ach Gott, ist das hässlich. Vielleicht doch sowas hier? Okay. Nee, das ist zu groß. Das ist auch zu groß. Ja, dann können wir eh nur das hier machen. Ein Teichblatt. Ja, das ist leider zu groß. Aber wir hätten einen kleinen Brunnen. Ist doch niedlich, oder? Ein Traum. So, was könnten wir denn hier blumenmäßiges noch machen? Ja, das können wir hier noch machen, weil hier ist sonst die so kahl. Es ist doof, dass man da nicht anständig bewegen. So. Sieht doch gleich viel besser aus. Was haben wir denn hier? Okay. Aha. Das sieht ja ganz schön aus. Aha. Ich muss ja sagen, dass die mir überhaupt nicht gefallen. Diese komischen Sträucher hier. Langweilige Gänseblümchen. Wann sind Gänseblümchen langweilig? Oh, das ist ja cool. Was haben wir denn da noch? Maiglöckchen. Ja, das passt hier nicht so rein.
Oh. Oh. Cool, was hier alles für Blumen gibt. Die sehen ja schön aus.